Ah. Ey, ist der jetzt wirklich so verrückt und springt da einfach? Jordan! Ich finde dich! Ach du Scheiße, ist das krank. Heute spielen wir Attack Fangen in Südtirol, in den Bergen, und mein Kandidat ist heute Levin. Let's go! Ich werde wieder als Polizist dich durch die ganzen Berge hier jagen und ich will nicht wissen, was alles heute so passiert. Wir haben frische E-Bikes, ich würde sagen. Levin, bist du bereit für diese Challenge? Ja, Mann, ich habe ein bisschen Angst irgendwie, aber let's go! Hier ist der AirTag für dich und ich würde sagen, die Challenge startet auf einem Berg. Let's go! Wir sind auf dem Berg angekommen. Ich würde sagen, du hast 5 Minuten Zeit. Dann werde ich losfahren, dich zu suchen. 3, 2, 1, let's go! AirTag Fangen in den Bergen startet jetzt! Levin, okay, das geht von deiner Zeit ab, ne? Das geht von deiner Zeit ab. Ciao, Levin! Ciao, ciao! Okay. Das wird tatsächlich heute schwerer als gedacht, Freunde. Wie ihr gesehen habt, wir sind heute auf dem Berg. Heute mit dem Fahrrad unterwegs. Wir werden schauen. Er denkt vielleicht, ich werde mich hier oben irgendwo auf dem Berg verstecken. Aber nein, ich werde jetzt direkt ins Tal fahren. Oh mein Gott, einhändig Fahrradfahren ist ja gar nicht. Ich bin echt gespannt, was er alles in dieser Zeit macht. Ey, weil wir können hier so viel machen. Wir sind hier mitten in den Bergen. Da vorne ist einfach noch Schnee. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das wird, glaube ich, das crazyste AirTag-Fangen ever. Ich bin falsch gefahren. Scheiße. Das war auf jeden Fall nicht das Tal. Aber ja, Freunde, mein Plan ist jetzt auf jeden Fall erstmal. Wir werden jetzt erstmal ins Tal fahren. Erstmal eine komplett ganz andere Richtung. Johannes wird wahrscheinlich denken, ich werde mich hier oben irgendwann Berg erstmal verstecken. Aber nein, wir werden direkt runterfahren. Ich sehe auch auf dem Stand, er fährt irgendwie den Berg runter. Was macht er? Was ist seine Mission? Aber gut, warum soll er auch im Berg rauffahren? Das geht doch, glaube ich, nicht mehr höher hier. Das Problem ist, da vorne sind auch Berge. Da kann er direkt mit dem nächsten Berg hochfahren. Also hier kann man sich auch gut verstecken, aber ich habe einen Standort. Naja, ich bin gespannt, ob ich ihn fangen werde. An der Stelle auch perfekt, dass hier steht, keine Fahrräder erlaubt. Ja, gut. Alter, wie cool. Einfach so ein Tunnel mitten im Wald. Das Problem ist halt auch, Freunde, dass ich halt mich hier gar nicht auskenne. Wir werden sehen. Ziel ist jetzt auf jeden Fall, erstmal irgendwie runterzufahren und dann zu schauen, wie es weitergeht. Vielleicht, was auch krass wäre, das wäre echt eine richtig nice Idee. Ich fahre runter, fahre dann aber direkt wieder hoch auf den Berg. Muss ja jetzt nicht unbedingt der Berg hier sein, aber ich könnte auf einen anderen Berg direkt hochfahren. Das wäre, glaube ich, auch so eine Idee, wie ich Johannes richtig outplayen könnte. Eine Minute hat er noch Zeit, dann geht's los. Okay, shit, wo fahre ich jetzt hin? Rechts oder links? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. Okay, den Weg. Hey, hoffentlich ist das der richtige Weg. 3, 2, 1. Okay, Levin, ich werde dich jetzt fangen. Okay, ich glaube, wir fahren jetzt hier rechts runter, wir fahren hier links runter. Hier sind auch Gondeln. Warte mal, theoretisch könnte ich auch mit der Gondel runterfahren. Soll ich mit der Gondel runterfahren oder mit dem Fahrrad? Was denkt ihr, was ist besser? Scheiße, ich habe schon ein Fahrrad. Ich werde jetzt langsam langweilig mit der Gondel runterfahren. Fahren wir ein bisschen downhill hier. Das Ding ist, wo wir gerade drehen, das ist die steilste Piste, Skipiste in Europa. Und die muss ich jetzt gerade hier runterfahren, irgendwie mit dem Fahrrad. So, Levin, wo bist du? Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall unten angekommen. Ich habe jetzt noch auf ganz spontan einfach Moritz hier getroffen. Yo, Moritz, was geht's? Let's go! Alter, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann, aber das ist die steilste Piste. Ich dachte, das muss die steilste Piste Europas sein, wie steil das ist. Alter, hier fahren die mit den Skiern runter. Crazy, okay. Oh Mann, das kostet mich gerade so viel Zeit. Wir müssen schon über alle Berge sein, der Mann. Schau mal, auf dem Stand, wo er ist. Scheiße, er ist schon fast unten. Wir sind jetzt mitten im Dorf, Freunde. Fahren jetzt hier durch. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ultra entspannt hier zu fahren mit dem E-Bike, Alter. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Denn, Freunde, unser Plan ist ja, keinen Plan zu haben. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal hier und schauen, wo wir früher oder später jetzt gleich spontan landen werden. Wir sind hier auf 2000 Meter. Wir müssen erstmal 2000 Meter runterfahren. In die Kurve reinfahren. Wie ein echter Motorradfahrer. Yo! Okay, warte mal. Abzweigung. Das sieht mir schneller aus hier. Wir fahren hier links runter. Wenn ich keine Ahnung habe. Okay, das war eine Abkürzung. Gut, das war eine Abkürzung. Ob ich Levin heute noch verhaften werde? Auf jeden Fall, ich werde dich kriegen! Freunde, ich bin jetzt hier einfach bei so einer Gondel vorbeigefahren, wie ihr seht. Ich glaube, ich werde jetzt in die Gondel gehen und einfach mal hochfahren. Und Johannes komplett verwirren, weil, wie gesagt, wir waren gerade eben oben auf dem Berg. Bin jetzt runtergefahren und fahre jetzt direkt wieder hoch. Und er weiß ja auch nicht, dass hier eine Gondel ist. Das heißt, vielleicht muss er den ganzen Berg hochfahren. Wie dem auch sei, wir gucken jetzt erstmal, wie man hier hochkommt, ob man sich hier irgendwo ein Ticket kaufen kann. Und fahren dann hoch. Aber die Frage ist, was macht er, wenn er unten ist? Was macht er dann? Fährt er dann wieder einen Berg hoch? Fährt er ins Tal? Also, es ist alles offen in diesem Video. Er ist schon im nächsten Dorf. Ach du Scheiße. Polizei muss ja einmal lang. Es gibt einen Einsatz. Ich glaube, es wird Zeit für eine kurze Trinkpause. Wir sind jetzt unten angekommen. Wir müssen so diesen kleinen Berg hier runtergehen. Weil ich habe hier was nämlich gesehen eben. Gehen wir mal hier runter. Ich finde ihn nicht. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Trinkpause. Ich bin ja auch gerade an dem perfekten See dafür angekommen. Ist, glaube ich, der schönste, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und passend dazu habe ich auch meine Erb-Flasche dabei, die jetzt noch leer ist. Aber die können wir ja hier am See ganz einfach auffüllen. Erb ist auch der heutige Sponsor des Videos. Das Gute ist, dass ihr Erb überall auffüllen könnt. Natürlich am besten ist es mit Leitungswasser. Weil das wäre natürlich am besten. Aber da ich gerade nur diesen See zur Verfügung habe, würde ich sagen, dass wir das einfach mal hier auffüllen. Das ist sowieso das sauberste und reinste Wasser. Deswegen würde es sowieso auch super schmecken. Aber am besten ist es natürlich mit Leitungswasser. Füllen wir meine Erb-Flasche mal auf. Kostenlos aufgefüllt. Aber das allerbeste
Westernerb ist, dass es quasi ja normales Leitungswasser ist. Aber wenn ich diesen Aromapot nach oben ziehe mit meinem Lieblingsgeschmack und dann draus trinke, dann trickst dieser Aromapot mein Gehirn aus und mein Gehirn denkt, ich trinke was mit Apfelgeschmack, aber ich trinke nur normales Leitungswasser. Denn dieser Aromapot kann einfach das Gehirn austricksen und man trinkt normales, gesundes Wasser ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne Zucker und es ist super gesund, aber halt nur mit Geschmack. Es ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt über 20 Geschmäcker. So sehen diese sogenannten Aromapots aus. Hier habe ich zum Beispiel Wassermelone Eistee Peach und in nur einer Packung sind 3 Pots drin und die reichen bis zu 15 Liter Wasser aus. Also ihr könnt aus den 3 Duftpots 15 Liter durchtrinken und das ist schon eine Menge. Seitdem ich Erb trinke, hilft es mir auch super ausreichend Wasser jeden Tag zu trinken. Stay hydrated, Leute, trinkt genug Wasser. Es ist das Wichtigste, vor allem an heißen Sommertagen. Deswegen Erb ist wirklich die beste Lösung, um genug Wasser zu trinken. Also erlebe jetzt den Erbgeschmack ohne das ganze ungesunde Zeug. Und im ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu Erb und könnt die ganzen Geschmäcker entdecken und euch so eine Flasche bestellen. Also schaut auf jeden Fall vorbei und vielen, vielen Dank fürs Sponsoren des heutigen Videos. Und jetzt würde ich sagen, die Trinkpause ist vorbei und ich würde Levin weiter suchen. Levin, wo bist du? Ich habe mir jetzt hier das Ticket geholt. Es kostet einfach 30 Euro, damit der Gondel hochzufahren. Wie dem auch sei, let's go. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Es ist wirklich richtig knapp gerade. Ich bin gerade erst zur Seilbahn gefahren, weil die Seilbahn, die da vorne ist, fährt da auf den Berg hoch. Entweder trickst er mich aus und täuscht nur an und will, dass ich hochfahre, oder er fährt wirklich hoch. Levin, ich krieg dich! Es ist hier einfach eine Schlange. Ich habe so Angst, dass Johannes gleich kommt, ohne Scheiß. Da ist einfach Johannes. Da ist einfach Johannes. Sieht man ihn? Da vorne ist er. Vorne ist er, schnell. Levin! Okay, Freunde, wir gehen jetzt schnell rein. Ich hab dich! Du hast mich gar nicht! Scheiße! Wo kann man die Tickets kaufen? Fuck, 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 fuck. Warte mal, wie kommen wir am schnellsten nochmal hoch? Er hätte mich einfach fast gecatcht. Ich glaube es nicht. Er wird da wohl ganz oben hinfahren. Okay, okay, okay. Hol ich mir auch ein Ticket, hol ich mir auch ein Ticket. Oh nein, Levin! Mit dem Fahrrad brauche ich da hoch 3 Stunden. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe und können ganz entspannt hier erstmal die Aussicht genießen. Hallo, einmal bis nach oben. Danke. Dankeschön. Ciao, der wird schon safe oben sein. In der Zeit, wo ich hier so lange stand, da waren so viele Leute vor mir. Eigentlich könnte ich mir auch vordringen, ich bin ja schließlich Polizist. Wir sind oben angekommen, Freunde. Das Problem ist, wir sind jetzt hier oben, aber ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt hier oben machen soll, wo ich hinfahren soll. Wir werden einfach mal schauen, weil, Freunde, ihr wisst, mein Plan ist es, keinen Plan zu haben. Wir schauen einfach, was spontan passiert. Schnell noch hier rein. Jalla. Okay, wir sind drin. Levin, ich hol dich ein! Bin jetzt hier gerade locker 20 Minuten nochmal hier den Berg hochgefahren. Bin jetzt hier wirklich fast ganz oben. Also entweder fahre ich jetzt noch weiter hoch, in der Hoffnung, dass da oben bei dem Haus der Wirtschaft ist und ich mir ein Wasser holen kann. Wirklich, mein Mund ist so trocken. Oder wir fahren jetzt einfach wieder runter. Hier kann man einfach mit so einem Paraglider springen. Das wäre natürlich auch ultra OP, wenn ich jetzt einfach das Fahrrad hier irgendwo abstelle und mit so einem Fallschirm runterspringe. Das wäre auch cool. So. Okay, Levin, wo bist du? Wo ist er hier? Levin, wo bist du, mein Junge? Der Druck auf den Ohren wird immer krasser. Und das anstrengendste Attack fangen einfach. Da kann Köln nicht mithalten. Da haben wir keine 3000 Meter, 2000 Meter Berge gehabt. Ich stell mal kurz mit meinem Bike ab. Wir schauen mal, wo der letzte Standort war von ihm. Nein! Warte, ist es weiter oben oder weiter unten? Entweder eine Option, ich hole mir mein E-Bike wieder von oben. Oder ich habe da eine Idee, ich habe davon nämlich was gesehen. Sorry, kann ich mit euch mitfliegen? Hier? Ja, wir beide haben keinen Platz frei, aber der da drüben hat noch einen. Geht das? Ja. Hier runter. Hier runter. Okay, Freunde, ich habe gesehen, hier irgendwo ist gerade Johannes gefahren. Er ist, glaube ich, da sogar zu diesen Paraglidern hingegangen. Ich nehme ihn jetzt komplett hoch und fahre einfach wieder runter. Ey, ist der jetzt wirklich so verrückt und springt da einfach? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Aha. Holy shit. Alter, Alter. Wuhuuu! Levin! Wo bist du? Ich finde dich! Ach du Scheiße, ist das krank. Da ist ein Fahrradfahrer. Ey, wem bist du's? Ich hab hier die Sicht auf alles. Auf komplett 6. Und an der Stelle ein fettes Shoutout an den Stabinger Hof, dass wir hier sein können. Und dass wir in dieser unfassbar nice Unterkunft übernachten durften. Wir haben hier echt die krassesten Sachen erlebt in diesem Urlaub. Also schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank. Holy shit! Holy shit, holy shit! Verrückt, ist das verrückt, ey. Ey, ich weiß nicht, ob man das sieht und hört. Auf jeden Fall ist da einfach ein Paraglider. Ich glaube, das war sogar Johannes, weil der die ganze Zeit irgendwie meinen Namen schreit oder so. Wir nehmen ihn jetzt auf jeden Fall komplett hoch, fahren einfach wieder runter. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt überhaupt hinfliegen will. What the fuck, was macht der Mann? Alter! Aber wo ist er, Levin? Wo bist du? Das war eine Tortur. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder unten angekommen, hier im Dorf. Wo wir hinfahren, ist jetzt die Frage. Ich würde einfach sagen, ich muss einfach nur in Bewegung bleiben, weil dann ist es auf jeden Fall sehr schwer für Johannes mich zu fangen, wenn ich die ganze Zeit einfach in Bewegung bin und nicht irgendwo stehen bleib. Bin ich frei? Oh, schnell den Helm ausziehen. Levin, ich hol dich jetzt. Freunde, wir sind jetzt einfach wieder hier, wo wir gerade eben hochgefahren sind. Aber das Ding ist, warum ich eigentlich hierher gefahren bin, ich muss gigamäßig aufs Klo, Freunde. Also wirklich, ich pinkel mir gleich in die Hose. Ich
muss jetzt eigentlich hier echt kurz auf die Toilette. Das wäre jetzt aber auch ziemlich dumm, in den letzten 5 Minuten hier gefangen zu werden. Ei, 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 ei. Wir werden sehen. Danke dir. Kappe. Ach so, meine Kappe. Ich werde dich jetzt holen. Wir sind ja genau da gelandet, wo die Seilbahn aufhört, ne? Die Zeit ist abgelaufen. Ich sehe ihn. Nein. Da ist Johannes. Wie viele Minuten habe ich noch? 10 Sekunden. Als ob er da so stehen würde. Das ist der Sieg! Ich war in der Luft gerade, ne? Ich war paragleich. Ja! Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich war paragleich gerade. Echt? Ja! Das war krass. Das war krass. Ich bin so schwindelig noch. Herzlichen Glückwunsch! Oder ich küsse dein Herz. Heute wirst du nicht in den Knast kommen. Let's go, Freunde, unser Sieg! Sag, lasst ein Like und ein Abo da. Bis nächstes Mal und ciao!